Als Nächsten darf ich aufrufen den Kollegen Enners von der AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Den hier vorgelegten Gesetzentwurf kann man eigentlich nur als Friedensangebot an die Zeitungsverleger allein um des lieben Friedens willen bezeichnen. Man hätte durchaus mehr erwarten können als diese problematisch, möglicherweise sogar verfassungswidrige Gesetzesvorlage. Erinnern wir uns, diesem Änderungsgesetz ging ein jahrelanger Streit zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dem Bund Deutscher Zeitungsverleger voraus. Die Pressevertreter bemängelten, dass die sogenannten Telemedienangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu sehr Presseartikel ähnelten und sich nicht genügend unterschieden. Dass in dem Streit zwischen dem Chef des BDZV Matthias Döpfner vom Springer Verlag und der früheren ARD-Vorsitzenden Carola Wille vom NDR auch mit Worten wie Staatsfunk und Verhältnisse wie in Nordkorea nicht gespart wurde, zeigt das Niveau der Auseinandersetzung. Der unter anderem von der Ministerpräsident und Vorsitzenden der Rundfunkkommission Marie-Louise Dreyer vorgestellte und vorher unter Führung von Ministerpräsident Haseloff auf der einen und den Zeitungsverlegern auf der anderen Seite erarbeitete vermeintliche Kompromiss liegt uns nun heute als Gesetzentwurf vor. Dabei ist eine der größten Änderungen, die Einzug halten wird, der neu formulierte Absatz 7 des § 11d. Schon der erste Satz, ich zitiere, die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein, birgt unseres Erachtens verfassungsrechtlichen Sprengstoff. Denn in einem Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier in Zusammenarbeit mit Professor Meinhard Schröder erläutern diese beiden, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der im Internet üblichen Mittel bedienen dürfen, also auch Text-Bilderseiten verwenden können, um den gesetzten Grundauftrag zu erfüllen. Und natürlich konkurrieren die privaten Medien mit den öffentlich-rechtlichen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal gibt es eine verfassungsrechtlich definierte Internetpresse nicht, und andererseits sind die öffentlich-rechtlichen an ihren Grundversorgungsauftrag gebunden. Das bedeutet, dass auch die Online-Angebote müssen somit eine objektive, binnenplurale Informationsquelle darstellen. Es gibt also durchaus gewichtige Bedenken, die die Formulierung Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein mit sich bringt. Ein weiterer Punkt ist die neu eingeführte Schlichtungsstelle. Diese soll nach Medienberichten paritätisch besetzt werden mit einem Vorsitzenden an der Spitze, der bei einer Pattsituation ausschlaggebende Stimme haben soll. Meine Damen und Herren, so können die privaten Pressevertreter einen erheblichen Einfluss auf den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ausüben. Und genau dies ist verfassungsrechtlich und wohl auch unionsrechtlich äußerst bedenklich. Wir verstehen, dass der Rundfunkstaatsvertrag an die Gegebenheit der heutigen Zeit und gerade auch in Bezug auf das Internet angepasst werden muss. Dieser Gesetzentwurf jedoch ist ein Schritt zurück und ist ein Einknicken vor den privaten Medien. Kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wirklich zur Last gelegt werden, dass sie für den Auflagenrückgang der Zeitungen und Zeitschriften mitverantwortlich sind? Nein. Das haben die Zeitungsverlage selbst zu verantworten, nämlich ab dem Zeitpunkt, als sie die Strategie des kostenlosen Lesens ihrer Artikel im Netz anwandten. Dass sie nun heute auf der Suche nach Refinanzierungsmöglichkeiten ihre Artikel hinter Bezahlschranken anbieten, ist ihr gutes Recht. Ein Einmischen in die Darstellungsform der Telemedienangebote der Öffentlich-Rechtlichen, wie es jetzt hier im Gesetzentwurf festgezurrt werden soll, ist jedoch nicht akzeptabel. Ich komme zum Ende. Mit meiner hier vorgetragenen Ausführung bin ich nicht weit weg von der Argumentationslinie der grünen Bundestagsabgeordneten Tabea Rösner. Und somit sind wir von der AfD-Fraktion sehr gespannt, ob die hessischen Grünen ihrer Kollegin aus dem Bundestag folgen oder vielmehr dem Koalitionszwang unterliegen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege.